Seit der letzten Folge sind wir im Besitz vom mächtigen TNT und können damit die Erde in die Luft sprengen. Und damit, moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Turmoil Deeper Underground. Ja Leute, wie ihr hier oben seht, wir sind im Besitz von 4% der Aktien, $42.000 und 4 Dynamit. Wir müssen jetzt allerdings wieder hier mit dieser Lady ins Forschungsgebiet fliegen. Ich brauche mehr TNT. Dale, 4 Stangen für 600. Danke Dale. Ich kauf nochmal. Ach warte mal, jetzt verkauft er nur noch eine für 2,50? Alter Schwede, du bist geisteskrank. Wir werden hoffentlich wieder einen neuen Rekord aufstellen, denn es geht zum Forschungsgebiet. Okay. Gut, um dich noch mehr zu motivieren, hat der Bürgermeister 6% der Stadtaktien versprochen. Ja, aber 500 Meter. Junge, 500 Meter ist krank. Ja, das ist echt ein bisschen dirty. Könnten wir nicht hier... Ah, das ist zu sick, oder? Batz, lohnt sich das? Ich probiere es einfach auf. Scheiß drauf. So, zack, weil dann wird es ja ein bisschen günstiger. Plus, aber dann... Ja, das hier rum. Oh, hier rum ist geiler. Ja, aber es ist alles ein bisschen Arsch. Mach zu, Hauptventil schließen. Wir machen immer nur auf, wenn wir günstiger wollen. Aufmachen, dann gibt's günstiger. Und wieder zu. Sehr gut. Das ist eigentlich voll die gute Taktik, kann das sein? Dirty. Ah, da kann man dazwischen flutschen. Okay, Ventil öffnen. Um dann hier runter zu flutschen. Hier nochmal runter flutschen. Ah, war ein bisschen dirty. Hauptventil schließen. Hier kann er noch runtersaugen. Jetzt müssen wir hier... Wir gucken mal rechts. Oh, Gott sei Dank. Das war gut, weil ich wollte eigentlich rechts rum. Oh, links rum ist genauso blöd. Ja, ich glaube, es lohnt sich sogar, hier einfach durchzugehen. Einfach runter, Junge. Oh, das war mehr Glück als Verstand. Aber wir müssen ja auch auf die Hunde... Alter, das wird mittlerweile echt immer schwerer. Naja, und da kommt nämlich wieder ein dicker Oschi. Aber da können wir vielleicht hier links rum. Haben wir denn hier oben das... Ah, wir haben das komplette Wasser leer gelutscht. Oh, stopp, stopp, nicht da durch, nicht da... Oh, Sprengung und... Putz. So, jetzt geht's hier, wir gehen direkt runter. Einfach geradeaus jetzt. Let's go. Und wir sind unten. Glück gehabt. Guck nach unten. Oh, das sieht gut aus. Da könnte man wahrscheinlich einmal komplett runter. Okay, das hat wehgetan. Das hat wirklich wehgetan. Dann hier hin. Kostet ein bisschen mehr. Hier ist irgendwie nicht so schön. Oh, Junge, hier ist ja gar nicht schön. Aber da, ran. Boah, vor allen Dingen müssen wir noch für 2500 so tief runter. Jawollo. Au. Oh, den sacken wir ein. Ich spreng den Kram einfach weg. Juckt mich nicht. Weil sonst haben wir, glaube ich, die Kohle nicht. Dann gehen wir nämlich hier runter. Naja, ich gehe einfach runter. Zack, das muss nämlich jetzt passen. Oh nein! Nochmal hier. Ja, du hast dich nicht verbessert, aber gib deswegen bloß nicht auf. Ja, Edelstein. Aber ich glaube, das Gute ist, ja, wir sind der Einzige, der Kohle gemacht hat. Und die anderen waren bei 407, es bringt denen gar nichts. Turbo-Upgrade! Ah, ja, die Raffinerie. Ich muss mal kurz bei der Landauktion gucken. Warum hatten die... Ah, die hatten das letzte Mal so viel Geld, weil sie zum Beispiel auf das... Ah, ja, weil die krassen Dinger hatten. Der hatte einen 71er, wir müssen hier was kaufen. Nee, das werde ich auf jeden Fall... Also, nee. Das könnt ihr vergessen, da will ich rein. Ich werde so viel Kohle, ist mir egal. 8000, ich zahle auch, ist mir egal. 12, scheiß drauf. Ist geisteskrank viel, aber das muss jetzt schallern. Naja, die haben nämlich nicht das Benzin gekauft. Die hatten einfach nur geisteskranke Dinger. Oh, Aktienauktion ist auch. Warte mal, die haben alle, dann biete ich 16 und hab das Ding. Ja, 16.000, weil mehr, ich mach mal 17, falls da wieder irgend so ein komischer Quatsch kommt. Mehr haben die ja nicht. Naja, sehr geil, weil so günstig sind wir noch nie an 4% rangekommen. Sehr nice. Okay, Sanjay, 67 ist echt wenig, aber ich kauf's trotzdem. So, let's go. So, dann macht hier mal ein bisschen Cookie. Einmal den Bohrt, oder wir könnten den Bohrturm in die Mitte packen. Oh, irgendwer hat hier geschrieben. Ah, meine Frau, sind zu Hause. So, guck mal, da können wir doch mit ein bisschen Glück. Gehe ich hier hin und hier hin. Und... Oh, Double-Treffer. Oh, jetzt müssen wir aber ganz schnell hier mal die Pferdchen bereitstellen. Und verkaufe hier mal schön für einen guten Preis. Das war auf jeden Fall... Haben wir gut geaimt. Oh, jetzt müssen wir schon nach links. Holen wir noch mal ein paar kleine andere Pferdchen. Da geht's jetzt saftig ab. So, warte mal. Der Rechte sinkt nicht unter 62, kann das sein? Ja. Hol noch mal zwei Jungs oder im besten Falle sogar mehr. So, Jungs, sucht jetzt mal nach was Schönem. Oh ja, er hat direkt was. Oh ja, da können wir doch vielleicht wieder einen einfach in die Mitte stellen. Oh, hätten wir vielleicht sogar ein bisschen...
Ja, komm, geh ran. Kein Treffer, aber ist da drunter. Dann mache ich hier lieber mal Cookie. Oh, guck mal, hier ist jetzt sogar was, was man oh, Alter, okay, das ist ein, das glaube ich, ein fettes Ding. Da gehen wir ja mal ganz saftig ran. So 99. Oh ja, das ist echt dick. Ich kann mir vorstellen, dass hier drunter noch was ist. Oh, nee. Oben? Ah, hier links. Da gehen wir hier ran. Zack. Oh, Wasser. Naja, Wasser will ich gar nicht. Mach zu, das Ding. Komisch, dass er da immer noch winkt. Hier könnte ich mal ausbauen. Hol jetzt nochmal ein paar von den Jungs. Ja, das muss dann ja wirklich... Ja, guck mal, hier sieht man es so ganz leicht. Gehen wir hier ran. Oh, ich glaube, das hier könnte... Hier könnte was richtig Sickes werden. Oh, 1,21 hier auf der linken Seite. Da beeilt euch mal. Jungs, habt ihr hier nochmal was gefunden? Warum macht denn hier keiner... Weil ich lasse hier suchen. Preise gehen schon wieder ein bisschen in den Keller. Müssen wir nach rechts. Jetzt mal ohne Witz, guck mal. Was ist denn da los? Wisst ihr, was ich meine? Also, ich werde noch mal ein paar von denen hier losschicken. Ich meine, wir haben große Vorkommen, das ist kein Problem. Ah, der Preis geht jetzt schon dirty runter, obwohl links kommt. Ich guck mal hier kurz, was ist das für ein Vorkommen? Na, das ist schon fast erschöpft. Und das hier? Oh, das, Alter, das ist ja ein dickes Ding. Da müssen wir mal ein bisschen Karacho-Macho machen. Aber ich habe das Gefühl, dass nicht mehr da ist, außer diese paar Vorkommen. Und man muss überlegen, dass wir ja schon... Ich glaube, knapp 20.000 oder so dafür. Oh ja, okay, das ist aber auch... Junge, das ist ja gigantisch hier. Das ist echt ein dicker Willi. Rechts ist jetzt sogar höher. Das habe ich jetzt, damit das wirklich nochmal rechtzeitig leer lutscht. Preise sind jetzt auch mega gut. Oh ja. Wo wollen wir jetzt mal in Silo reinballern? Obwohl... Nee, guck mal, wir haben 31.000. Perfekt. Preis geht jetzt auch nochmal hoch. Und da ist immer noch was drin. Und vor allen Dingen stimmt der da unten. Hä, warum? Ah, der lutscht immer noch da raus. Als Oppi. Ah, das ist jetzt schon letzter Monat. Scheiße. Lutsch auch hier mal. Oh Gott. Das habe ich ja null richtig bedacht hier. Zip, zapperab. Mach mal hier ganz schnell. Auch den hier. Weil ich will eigentlich schon den Bonus bekommen. Das wird, glaube ich, das wird nix. Obwohl, da ist auch leer. Zieh nochmal durch. Ah, guck mal, da wird schon alles aufgedeckt. Komm schon, die letzten paar Lüden da raus. Komm, Lüden, mach sie raus. Es war alle. Jawohl. Bonus für Förderung des gesamten Öls. 47.000. Das war lecker. Oh ja, das schmeckt gut. Das schmeckt gut. Guck, ich... Da war die 25. Das sieht hier alles nicht so lecker aus. Wird, glaube ich, so eher hier unten. Ah, da wollen die anderen auch. Nee, ich gehe auch hier ran. Okay. Oh, das wieder ganz gut, obwohl wir haben leider Ricardo. Ricardo hat 0 und hat 27.000. Geht trotzdem in die Auktion. Er hatte, was hat, 28? Obwohl, er kann ruhig mal kaufen. Deswegen, ich biete, warte mal kurz zurück. Ich biete, die haben nur 7, 8. Ich biete mal 14. 14 wäre für uns kein Problem. Es wäre aber auch kein Problem, wenn Ricardo jetzt viel bietet. Oh, geil, Junge. Man hätte besser nicht... Das war mega gut. Das waren günstige Aktien, Junge. Weil wir sind jetzt mittlerweile schon im Besitz von 12%. Was gibt's hier? Herdengröße ist egal. Maulwurf, Reichweite. Boah, wenn er jetzt hier Benzinpreis für 3, 4... Aber das lohnt sich halt null, wenn du nur so wenig hast. Oh, habe ich den Mindestpreis gekauft? Notfalls müssen wir ein bisschen mehr mit Silo spielen. So, gehen wir in die Mitte. Trevor, sehr gut. So, okay, mal schön für die 82 los. Ich finde es eigentlich immer eine gute Strategie, einfach in die Mitte zu gehen, weil ein bisschen tiefer willst du eh immer gehen. Zack. Oh, jetzt geht das hier. Ah ja. Schön nach links. Holt mal schön das Öl ab, das Saftige. Na, einen können wir nochmal gebrauchen. Und zwei Leute, die nach Öl suchen. Oh, jetzt haben wir aber beides. Das sind jetzt schon, ich würde sagen, ziemliche Arschpreise. Obwohl, das geht jetzt auf 68. Oh, er hat hier nochmal einen. Gucken. Oh ja. Da gehen wir einmal hier rüber. Oh, das ist ein dickes Ding. Ist das Wasser? Nee, das ist sogar Öl. Dann gehen wir hier ran. Er hat hier auch noch irgendwas. Ich hole nochmal zwei von den Jungs. Oh, da sehe ich auch was. Er hat hier auf jeden Fall. Ja, komm, du darfst hier auch einmal ran. Und runter mit dir. Zack. Oh, oh. Öl aus. Warum ist denn jetzt schon wieder Öl aus? Was macht ihr denn, Jungs? Kann nicht sein, dass das so schnell... Rüste alle Wagen auf. Genau, holt da mal schön das ganze Öl raus. Jetzt müsst ihr euch alle mal ein bisschen beeilen. Er hat hier unten auch noch irgendwas. Er hat hier zweifaches hier. Jungs, da, ran hier an die Ecke. Zack, Junge. Das ist der erste. Und der zweite? Nee, der muss unten. Was hast du? Hier? Hä?
Junge, was sieht er denn? Ah, vermutlich noch weiter unten. Das muss ja noch irgendwas hier unten sein. Ich glaube, ich gehe einfach mal hier hin. Oh Gott, die Preise sind... Alter, sind die Preise gerade mies gewesen. Habt ihr das gesehen? Junge, auf 21 Cent. Das ist kriminell. So, was machen die anderen? Sehen die noch irgendwas? Nee, er ist der Einzige. Also da unten muss noch was sein. Junge, was geht hier ab? Hier? Nee, das muss doch ein Bug sein. Ein 1,31 links. Beeilt euch bitte. Also ich bin scheinbar zu doof. Hier ist, oder ist hier das? Ich meine, das sind ja nur 100, die wir investieren. Aber da ist nichts. Was siehst du da, Junge? Okay, suche nach Öl. Ich lasse dich jetzt überall suchen. Komm, auch hier nochmal ein. Also die müssten ja das... Junge, da ist kein Öl. Da! Hä, aber das ist doch... Das passt überhaupt nicht von der Lage. Ist der Junge betrunken? Das muss auch ausgebaut werden, damit wir das noch rechtzeitig... Oh Gott, 25, sehr gut, wir hatten eh jetzt nichts. Er muss jetzt richtig, das muss leer gelutscht werden. Nochmal für die letzten paar Tage. Schnell, schnell, schnell. Saufen, saufen, saufen. Das können wir nochmal schneller machen. Das muss jetzt durchlaufen. Vielleicht schaffen wir das noch... Ah, wir schaffen es nicht mehr rechtzeitig. Den Bonus heimsen wir uns nicht mehr ein. So, ist jetzt aber auch alles leer. Level anhalten. Uff. So, 28. Bin ich mal gespannt. Boah! Okay, er hat ungefähr genauso viel wie wir. Ey, Junge, aber wo war er denn? Oh nein, wieder so... Mann, ich habe keinen Bock auf dieses Forschung... No front an das Spiel. Aber diese Forschungsmission macht gar keinen Bock. Keine Lust mehr ewig auf die Wünschelroutengänger zu warten, finde ich jetzt nicht so schlimm. Leitungssensorreichweite. Das könnte man mal kaufen. Da macht man noch so dickere Dinger frei. Ich hole nochmal für Dale eine Stange. Ah, guck mal, Wasserkraftbohrer. Mit diesem Upgrade wird das Bohren mit Wasser noch schneller und preiswerter. Das könnte man einfach mal kaufen. So, um dich noch mehr zu motivieren, 6%, wenn man 500 Meter erreicht. Na gut, man muss jetzt aber sowieso hier an die Ecke. So, direkt runter, straight up. Da gehe ich lieber hier längs. Boah, ey, was ist das denn? Oh ja, hier geht's schön runter. Oh, das hier wird schon wieder dirty. Ah, das wird sehr dirty. Aber wir müssen hier durch. Oh, danke. Oh, ebenfalls danke. Und runter. Oh, mach Ventil auf. Junge, what? Also, aber es wird günstiger. Okay, einfach runter. Nochmal ein bisschen Wasser. Oh, hier kurz durch. Und das ist, glaube ich, eine gute Route, die wir gerade hier haben. Krass, vor allen Dingen haben wir voll viel Geld noch übrig. Und einfach durch. Da kann jetzt eigentlich nichts mehr passieren. Sehr geil. Ah, Sprengung. Da will ich jetzt auch nicht großartig ausweichen. Warte mal, was ist teurer? Hier hoch oder hier durch? Ah, hier einfach durch. Junge, wo sind wir hier reingeraten? Egal, aber TNT ist jetzt nicht so teuer. Weil wenn wir es schaffen, halt auf die 500 zu kommen, irgendwie 6% der Aktien wäre schon sehr, sehr verführerisch. Oh, und da unten? Das wäre sogar unser Bestwert. Ist eigentlich total gut, hier immer echt langsam runterzugehen. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Vor allen Dingen, weil wir ja auch gleich nochmal einen Money Boost bekommen. Weil wenn ich auf 300 Meter bin, müsste ich ja nochmal frische Kohle bekommen. Okay, das ist jetzt aber auch, das muss man fairerweise sagen, hier gerade auch mega einfach gewesen, oder? Okay, jetzt haben wir 7000. Oh, da kommt jetzt wieder langsam was. Aber das Gute ist halt, dass wir noch 12 TNT haben. Oh, jetzt. Ja, da springe ich mich durch. Oh, Wasser. Das schnappen wir uns. Einfach weiter runter. Krass, wir haben noch 6000. Das sind 120 oder... Ja, aber hier durch. Das war gut, weil da war auch noch mega viel. Oh... Gehen wir hier längs. Oh, da ist schon die 400. Oh ja, lecker Schmecker. Ich glaube nicht, dass da jetzt noch was... so viel dazu. Kommen wir hier vielleicht rum? Nee. Komm schon, Junge, bitte. Jetzt mach nicht diesen. Wegsprengen. Mach einfach weg, Junge. Kommt der Maul... Ja, da kommt er. Danke. Und einfach runter. Sehr geil. Dann sind wir schon mal bei den 400. Und haben jetzt 8500. Oh, und noch mal ein bisschen Wasser mitnehmen. Oh, das war jetzt aber ganz schön wenig. Scheiß drauf, ich spreng. Oh, hier wird es schon wieder ein bisschen enger, ein bisschen sehr eng. Aber hier, ja komm, wir nehmen hier die kürzeste kleine Route. Oh ja, komm schon, Alter. Wir sind bei 440 Metern und haben noch 7000 und noch 9 Dynamit. Eigentlich, oh, okay. Ich wollte gerade sagen, eigentlich kann uns das kaum noch jemand nehmen. Da mussten wir jetzt einfach mal durch. Ja, das wird super, das schaffen wir.
Jetzt einfach keine großen Steps mehr machen. Hier nochmal ein bisschen Wasser mitnehmen. Weiter runter. Easy. Putz, Junge. Und geschafft. Jawohl, Junge. Hossa, toll. Du hast das Ziel erreicht. Ich kann es kaum erwarten, das allen zu erzählen. Du hast dir eine Belohnung verdient. Krass. 6% der Aktien ist heftig. Was? Oh, Ricardo hat es auch geschafft. Deswegen mussten wir uns das Preisgeld teilen, oder was? Landauktion. 35, nur. Das hier wird auch nicht gut sein. Das hier aber auch nicht. Ich sehe das. Oh ja, das ist natürlich ein guter Call. Aber ich sehe das Beste tatsächlich da oben rechts. Oh, okay. Die haben ja alles auf was. Aktienauktion. Wir können für 17 können wir Prozente kaufen. Ja, die kaufe ich für 17.000. Weil die habe ich safe. Keiner hat 17.000. Putz. Und schon haben wir 23% der Aktien. Heftig. So, haben wir hier was Geiles? Oh, 72 nehme ich. So, wir gehen rein. Oder gibt es hier irgendwas Neues Geiles? Nö. Ich finde es schade, es hätte mehr Upgrades geben müssen. Also auch noch so andere coole Sachen. Weil ich muss sagen, das Benzin haut mich einfach nicht vom Hocker. Vielleicht mache ich auch irgendwas weiterhin komplett falsch, aber ich fahre einfach am besten mit dieser Strategie. Oh, das ist saftig. So, kannst du ja direkt nach links fahren. Obwohl rechts gibt mehr Kohle. Hätte hier auch noch irgendwas? Oh ja, fahre ich kurz rüber. So, wir brauchen noch ein paar Wünschelruten-Dudes. Oh ja, hast du hier noch mehr? Ne, der schielt doch bestimmt wieder. Ich meine, man muss ja wirklich jetzt mal ein bisschen... Ne, hier oben? Digga, was siehst du? Ich vertraue nur dem Play hier. Der wird mich nicht enttäuschen. Brody? Ah, oh ja, da ist was Großes. So, nochmal ein paar Maulwürfe einsetzen. Oh, die haben da viel Wasser am Start. Ich könnte natürlich hier nochmal einen kleinen Benzin-Check-up machen. Wie ist denn hier das... Ist der Preis vom Benzin? Ich probier's. So, Jungs, dann füllt mal schön die Raffinerie voll. Ich meine, hier haben wir 1,78. Wie wäre denn der Preis hier? Wenn wir jetzt mal nur auf Petrol gehen. 2,36. Ich meine, wir können ja hier auch mal... Was ist denn, wenn... Ich werde hier nochmal ein Silo aufstellen, sodass die auch in Silo lagern können, wenn ich die Raffinerie... So, weil guck, jetzt starte ich die Raffinerie. Und jetzt sollt ihr hier... das Benzin hier reinbringen. So, warte mal, wir holen mal hier. Gehen wir nochmal da runter. Und da auch nochmal hin. Jetzt haben wir hier schon wieder Engpässe beim Abholen. So, ich halte mal hier die Raffinerie an, damit ihr das wieder schön vollfüllt. Oh, wir müssen vielleicht auch nochmal ein paar Jungs holen. Vielleicht mache ich hier draus auch noch eine Raffinerie. Dann muss ich allerdings hier da auch nochmal ein bisschen Wasser holen. So. Raffinerie starten, weil hier müsst ihr jetzt mal ganz schnell das verkaufen, weil es gibt ja drei. Warum wird hier, was ist gerade hier, warum wird hier nicht mehr gefördert? Ey, das buggt doch, oder nicht? Also vielleicht mache ich hier auch irgendwas, weil guck mal, das, ich habe nichts geschlossen. Digga, was passiert hier? Hier wird nichts mehr angesaugt oder so. Warte mal, hier ist das doch ein Bug, Junge. Machen wir hier alles aus. Hier passiert halt nichts. Och, Spiel. Ich bin doch gerade nicht zu doof. Ich habe hier nichts geschlossen. Das Spiel ist einfach buggt. Gib mir bitte... Ich habe nur 8.800. Ich mache auch das mal wieder zurück. Ey, es bewegt sich auch keins der Pferde. Passiert einfach gar nichts. Ich habe mal die Raffinerien wieder gestoppt. Nee, guck mal. Das hier wird sogar nicht mal gebaut. Ey, Leute. Ich versuche doch hier nur so zu spielen, dass die blöden Raffinerien auch mal funktionieren. Ja, wir haben das Game gecrashed. Speichern und verlassen. Kampagne fortsetzen. Fehler beim Laden des Levels. Oh Mann. Aber dann gut, Leute. Ey, ich würde sagen, weil das jetzt schon ein paar Mal passiert, ich werde jetzt wahrscheinlich, wenn überhaupt, weiterspielen, wenn es ein Patch gibt. Weil das macht, denke ich mal, auch euch als Zuschauern keinen Spaß, wenn hier das Game einfach rumbuggt. Trotzdem hoffe ich, dass ihr Spaß hattet, weil wir haben heute echt gut rasiert, würde ich sagen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.